Hi, willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2. Bleibst du wohl draußen? Ich hatte das Fenster ja zugesperrt. So, heute können wir hier im ersten Stock weitermachen, weil wir haben ja letztes Mal hier das Ventil gefunden. Hier kamen wir ja nicht weiter, weil hier ein paar Dämpfe eine Blockade auslösen. Aber durch das Rad können wir. Ich nehme an, das ist mal heißes Wasser oder was es sein soll. Auf jeden Fall ist es hier rausgeströmt. Ah, wir haben es jetzt zugedreht. So, gibt es hier Sachen? Nein. Bin mal trotzdem ein bisschen vorsichtig. Meine Pistolenmuni geht auch langsam dem Ende zu. Oh. Bist du hinüber? Ja. Ich hoffe, hier gibt es ein bisschen Pistolenmuni. Was gibt's hier? Ja, Schießpulver, sowas ähnliches. Ich hätte vielleicht ein bisschen herstellen sollen, aber da ist wieder der Geizhals in mir. Aber ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit Resident Evil 3. Hier sind gar keine Zombies. Aber hier ist was anderes, was mir auf den Geist gehen wird. Da oben sieht man es schon. Ich finde es ein bisschen schade. Im Original wird der Gute hier mit einer Cutscene eingeführt. Das ist hier nicht der Fall. Oh, ich kriege drei dazu. Das ist sehr gut. Durchgeladen habe ich. Jupp. Wir haben ja in der letzten Folge ein paar Briefe gefunden über die Licker. Die sind super gefährlich. Aber die sind taub. Das heißt, wenn ich hier mich langsam bewege, könnte ich den theoretisch ignorieren. Aber ich will den nicht ignorieren. Ja, das ist. So, jetzt sehen wir schon, warum ich diese Bewaffnung hatte. Hinüber. Ja. Weil wir nur eine Kugel zur Verfügung haben. Aber das hat relativ gut geklappt. Ich habe einmal einen Zungenschlecker abbekommen, aber das hätte schlimmer laufen können. Der hätte auch auf mich springen können. So. Und dann können wir uns hier jetzt einiges an Stuff holen. Zum Beispiel hochwertige Schießpulver, weiß. Ich könnte theoretisch Säuregranaten jetzt herstellen, aber ich habe das ja schon in der vergangenen Folge gesagt. Ich hasse diese Munitionsart. So, wie viel sind da drin? Zwei. Ja, gut. Also, ich kenne das von vergangenen Playthroughs, dass man vielleicht manchmal nur eine Patrone bekommt. Eine Blendgranate, sehr schön. Also, das läuft schon. Mit der Waffe müssen wir auch ein bisschen haushalten, weil wir kommen noch später an einen Punkt, wo wir etwas mehrere von diesen Lickern antreffen werden. Und in meinem allerersten Playthrough war das so, dass ich beim ersten Bosskampf den Granatwerfer verballert habe und ja, an die Stelle mit den Lickern ohne durchschlagskräftige Waffe gekommen bin. Das war nicht so toll, deswegen sparen wir ein bisschen damit. So, da kommen wir noch nicht rein, weil uns ein Item fehlt, ein USB-Stick, um genau zu sein. Aber wir sind deswegen hier, wegen der Batterie. So, internes Memo. Das ist übrigens der Code für den Safe, wo wir die Tasche schon rausgenommen haben. Ich hätte gern noch den auf der anderen Seite. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitze besonderer Tresor mit drei Zahlenschloss von Staatsbüro ins Büro Westseite verlegt. Die Konvention lautet, ja, das kann uns egal sein, weil wir es schon geöffnet haben. Bitte Konvention sofort nach Erhalt ändern. APD-Hausmeister. Okay. Ist das noch ein Kraut da? Nee. Das ist einfach nur Dekoration. Ja, sonst haben wir hier auch erstmal alles. Die Batterie ist noch wichtig. Und
Dann können wir hier weiter. Ich glaube, genau dafür brauche ich den Karo-Schlüssel. Den kriegt man später noch. Aber wir können hier die Tür entriegeln. Dann kommen wir. Hier haben wir Schilfspulver. Ja, jetzt bin ich mal nicht mehr geizig und kombiniere das für 15 Kombinationen. Schuss meine ich. Das hat eigentlich den Hauptgrund. Hier haben wir noch eine Karte. So. Und hier kriegen wir unsere zweite Münze. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube Fisch. Skorpion. Und das, glaube ich. Das ist falsch. War der Fisch hinten? Schlange könnte es auch gewesen sein, ne? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich muss mal gerade nachgucken. Fisch, Skorpion, Vase war es. Okay. So, damit haben wir die zweite Münze. An die letzte Münze kommen wir auch ran. Jetzt sofort sogar. Aber ich möchte erst zu meiner Kiste und ein bisschen aufräumen. So, wir können nämlich jetzt. Das können wir mal ablegen, das können wir ablegen, das brauche ich gleich, das können wir ablegen, das können wir ablegen. Aber komm, den Granatwerfer können wir auch ablegen, den brauche ich gerade nicht. Was wir brauchen, ist das Elektronikgerät und ich glaube, den Schlüssel können wir benutzen und gleich wegschmeißen. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich brauche? Das kommt später. Ja, das sollte erstmal reichen. Ich speichere mal vorsichtshalber. Weil da begegnen wir wieder einen Licker, aber mit dem möchte ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Weil ich in den Raum nie wieder rein muss danach. So, ich glaube, die Schlüssel kann ich hier noch wegwerfen. Ja, das habe ich nämlich vergessen, das hier aufzuschließen. So, und die Batterie brauchen wir einfach, um das in unseren Zünder zu aktivieren. Dann können wir nämlich in den einen Raum, wo wir waren, die eine Tür in die Luft jagen. Nämlich da links. Oder? War das hier? Nee, es ist das. Ich muss hier hoch, ne? Leichte Orientierungsprobleme gerade. Es war hier, ne? So. Da müssen wir gleich bloß ein bisschen aufpassen. Wir können. Oh, ich habe die Münze nicht abgelegt oder benutzt. So, wir können ein bisschen tricksen. Weil die Explosion lässt dieses Regal umschmeißen. Das wollen wir nicht, weil gleich sobald ich die Münze aufnehme, kommt ein Licker. Und wenn ich dann erst noch so ein scheiß Regal von der Tür da. Ja, man hört ihn schon. Wenn ich da gleich erst ein scheiß Regal von der Tür wegschaffen muss, dann ist das nicht so geil. So, hier muss ich, glaube ich, mit Jungfrau. Und ich habe den Rest einfach vergessen. Ich gucke es mir an. Bevor ich hier. Jungfrau, Pfeil, Schlange. So, da haben wir das. Da ist die Schlange. So, gib mir die letzte Münze. So, und jetzt hoffe ich, dass ich an den Licker vorbeikomme, ohne dass er mich angreift. Das Messer war wieso Schrott? Hallo, Kamera!
bin ohne Treffer durchgekommen. Ich habe zwar mein Messer verloren, aber das war sowieso so gut wie Schrott. Ich habe gedacht, ich könnte einfach durchlaufen, weil der Zombie ja noch auf dem Boden war. Aber das ist falsch gewesen. Ich habe nur noch ein Messer in der Truhe. Das ist gar nicht mal so gut, glaube ich. Weil wir können jetzt hier die fehlenden Münzen einsetzen und hier unten rein. Und da unten folgt gleich der erste Boss des Spiels. Und es gibt einen kleinen Trick, womit man Munition sparen kann. Aber dafür wären zwei Messer geil. Ich habe nur eins. Ich hoffe, ich finde unten noch eins. Da geht's wohl unter die Erde. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Hey Marvin, aufwachen! Da ist ein Weg raus! Marvin, geht's nicht gut. Kommen Sie, holen wir Sie hier raus. Los! Alles okay? Oh, nein, ich gehe nur. Rette dich selbst. Kommen Sie, das ist übel. Sie müssen bitte dringend ins Krankenhaus. Claire. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse Sie nicht einfach hier. Claire, bitte geh. Tu es für mich. Okay. Hey, Marvin. Danke. Ja, für Marvin kommt leider jede Hilfe zu spät. Ich finde es auch cool, wie die Unterschiede zwischen Leon und Claire da sind. Also, zu Claire verhält er sich eher freundschaftlich und ja, zu Leon, wie ein Vorgesetzter halt so ist, ein bisschen autoritär. So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen auf den Bosskampf vorbereiten. Ja, damit kann man noch nichts anfangen, das kommt später. So, wir nehmen mal ein erstes Hilfsspray mit. Die Brandgranaten natürlich. Die Blendgranaten. Die ich extra dafür aufgespart habe. Das Ding. Ja, komm. Wir nehmen noch. Davon habe ich ein bisschen auf Reserve. Nehmen das noch mit. Das können wir verstauen. Und das sollte eigentlich reichen. Ich sollte speichern. Und ich habe mein Messer vergessen. Das ist das Unendlichkeitsmesser. Das möchte ich nicht, weil das hat man im normalen Spielrun eigentlich auch nicht. Deswegen benutze ich das auch nicht. Okay. Ja, ich habe leider nur ein Messer. Das heißt, ich kann das, glaube ich, nicht so effektiv nutzen, die Taktik. Ich habe beim Durchstreifen der Polizeistation ein bisschen verschwenderisch mit den Messern gearbeitet. Ich hätte einfach zwei auf Reserve in der Truhe lassen sollen, um sicher zu sein, dass ich hier einfacher durchkomme. Dann hätte ich wesentlich weniger Munition. Ich habe auch wesentlich mehr Zombies erledigt, als ich hätte es sein müssen. Öfter mal einfach durchrennen. Wäre die Devise gewesen. Hier ist, glaube ich, irgendwo noch eine Granate. Ja, da komme ich noch nicht durch. Da komme ich auch noch nicht ran. So, hier ist eine Granate. Auf welche Taste habe ich eigentlich... Ich muss, ja, okay. Das ist als Zweitwaffe ausgerüstet, das ist gleich wichtig.
Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das wird natürlich nicht klappen, so wie ich mich kenne. Okay, ich habe nur ein Messer. Aber mal gucken. Vielleicht stelle ich mich ja gut an. Sehr optimistisches Denken ist angesagt. Wie viele Patronen habe ich? Ich könnte theoretisch, ich glaube, ich kann 3 Schüsse davon aufwenden. Ich brauche, muss 6 überbehalten. Aber eigentlich brauche ich den nicht. Ich glaube, die Pistole reicht. Oder der Revolver. Der hat ja keine Pistole. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, jetzt rüste ich Messer aus. So, jetzt ist er geblendet. Und dann haben wir Zeit, sein Auge hier anzugreifen. Er muss erledigt werden. Es tut weh. Ah, scheiße. Habe ich zu lange gemacht. Nein! Okay. Neuer Versuch. Das war nicht ganz so gut. Ich locke mal hier hin, weil hier ein bisschen mehr Platz ist. So. Okay, aufhören. Ich habe hier noch ein paar Granaten. Die habe ich ja extra für diesen Kampf gespart. So, nochmal. Oh, scheiße, ich habe das Messer nicht ausgerüstet. Okay, weg, weg, weg. Nicht übertreiben. Ah! Ja, ja. Oh nein, nein, nein! Mein Messer, warum mache ich das? Gib das wieder her! Knapp! Ja, der ist jetzt ein bisschen schneller. Okay, das war ein guter Treffer, aber er ist mir ziemlich nah gekommen. Oh, Feite, ich bin in einer Sackgasse. Ja, war klar, dass er mich trifft. What, 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 what? Leute, ich habe das Inventar geöffnet. Ich schwöre auf alles. Okay. Dann haben wir hier den ersten Fail. Und dann können wir nochmal versuchen. Ich habe aus Versehen das Messer in ihn reingerammt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich habe es einfach auf Reflex gedrückt. So. Hier ist der Safe-Punkt. Der Safe-Punkt ist natürlich sehr, sehr kritisch. So, die Granate nehmen wir natürlich mit. Hä? Du sollst sie mitnehmen, Mann. Also man hätte hier auch guten automatischen Save-Punkt hinmachen können. Dann müsste man nicht die Granate.
So, Versuch Nummer 2. Ich weiß nicht, also sie war irgendwie am Torkeln. Und ich konnte das Menü deswegen nicht aufmachen. Kein bisschen. Mit diesem Freak lässt sich nicht gehen. So, dann haben wir aber eine Chance, das besser jetzt zu machen. Meine Augen! Er muss erledigt werden. Umbrella! Ich bin gegen die Wand gelaufen. So. Wo ist er? Da kommt er. Das ist auch gut so. Weg. Wenn er sich anfängt zu bewegen, dann von ihm weg. Ja, raste halt aus. Das ist okay. Hallo, Claire! Mann, ich hab das doch ausgerüstet. Ich bin in die Sackgasse gelaufen. Weg, 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 weg. Ich habe auch nur noch eine Granate. Ich mache das gerade auch überhaupt nicht gut. Das könnte man viel besser abusen, aber ich habe Angst, dass er zu früh sich bewegt. So, von wo kommt er? Von da. Aber das macht jetzt auch ein bisschen Schaden, weil das eine normale Granate ist. So, und jetzt voll durchziehen, weil ich keine Granaten mehr habe. Jawohl. Das habe ich eben halt nicht voll durchgezogen. Das ist, ja, ist das Messer weg? Irgendwie. Ja, komm. Ich habe keine Granaten mehr, dann können wir das Messer opfern. So, und jetzt können wir mal ein oder zwei Granaten opfern. Ich darf bloß nicht zu viele davon verballern. Oh Mist, wo ist der? Aber wir sind, glaube ich, ziemlich am Ende. Er hat schon viel, viel Damage davon getragen. Okay, jetzt wird er irgendwann plötzlich irgendwo auftauchen, ne? Ja. Ja, okay, 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 okay. Das hat kaum Munition gekostet. Ich habe, glaube ich, 7 Kugeln und eine Granate gebraucht. Ah, der Hauptteil hat das Messer gemacht. Oh, Kacke. Oh. Oh, Gott. Hey, Kleiner, es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja. Na klar. Ich helfe dir. Okay, das hat ja gut funktioniert. Vor allem sehr munitioniert. So wie ich das haben wollte. So, können wir ein paar Gegenstände hier noch aufnehmen, die hier so rumliegen.
Ich glaube, es gibt drei Ecken mit Gegenständen. Oh, hier wäre noch eine Granate gewesen. Habe ich jetzt wenigstens eine. Um mich vor Zombies zu schützen. Messer wäre mir lieber. Mich interessiert auch mal, ob hier irgendwie eins random rumliegt. Anscheinend nicht. Und ich habe vor allem kein Kraut genutzt. Also der, wo ich gestorben bin, der Versuch, der war richtig kacke. Da habe ich das Messer verschwendet und so ein Kram alle. Das lief gar nicht. Aber dann der zweite Versuch hier ist gar nicht so schlecht. Was liegt da unten? Ich krieg mein Messer wieder. Es ist zwar so gut wie Schrott, aber ich krieg's wieder. Das ist ja richtig sozial. Okay, Leute. Da würde ich mal sagen, nächstes Mal gucken wir mal, wie es der Kleinen geht. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und lasst doch gerne ein Like und ein Abo da.